Liebe Bäuerinnen und Bauern, wir waren am Donnerstag in vielen Städten Deutschlands präsent und haben uns gegen die Veröffentlichung und Aussagen von Svenja Schulze gewehrt. Ein ganz, ganz großes Danke an alle, die diese Aktion unterstützt haben. Die Aussagen von Svenja Schulze dürfen so nicht stehen bleiben, denn der Naturschutz geht nur mit und nicht gegen uns Bauern. Liebe Frau Schulze, am Artenschwund sind alle beteiligt. Lichtverschmutzung, Versiegelung von Grund und Boden, Verkehr, Grünanlagen und natürlich auch Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat aber seit Jahren Blühflächen angelegt und Rückzugsflächen für den Vogelschutz. Einseitige Schuldzuweisungen helfen hier nicht. Die Negativkampagnen gegen uns Bauern werden zum Teil von der Presse mitgetragen, obwohl die Quelle eines Bundesumweltministeriums Stichproben sind, die ehrenamtlich von Naturschützern erfasst wurden. Eine besondere Aktion dazu läuft aktuell in Nordrhein-Westfalen. In Münster ist eine Mahnwache vor der SPD-Geschäftsstelle eingerichtet worden, die weiter unsere Unterstützung braucht. Die Mahnwache wird so lange stehen bleiben, bis Svenja Schulze sich dazu bereit erklärt, mit den Organisatoren zu sprechen. Bislang liegen uns keine Gesprächsangebote vor, beziehungsweise es wurde auch nicht abseits der laufenden Veranstaltung mit dem LSV gesprochen. Ich bitte alle LSVler, unterstützt die Aktion mit Geld oder mit eurer Anwesenheit, damit sich Frau Schulzke den Organisatoren erklärt. Ich persönlich war auf dem Agrartag im Bundesumweltministerium, aber Svenja Schulze hat bisher keine Zeit gehabt, um persönlich mit uns zu reden. Frau Schulze und Frau Künast haben in dieser Woche versucht, einen Zusammenhang zwischen unserer heimischen Landwirtschaft und dem Coronavirus bzw. der Pandemie herzustellen. Die führenden Virologen in Deutschland führen jedoch enge Kontakte zu anderen Menschen und zu Wildtieren als Risikofaktor an. Man kann also sagen, der Grund für die Pandemie ist die falsche Art und Weise, wie wir unsere Nahrungsmittel produzieren, Landwirtschaft betreiben und mit der Umwelt umgehen. Und wofür wir plädieren, ist, dass wir genau diese Erkenntnis jetzt nehmen und umdrehen und sagen, und deshalb brauchen wir jetzt eine Ernährungswende. Nicht einfach ausdehnen, sondern Klasse statt Masse. Renate Künast hat sich am Donnerstag für ein Umdenken in der Landwirtschaft ausgesprochen. Frau Künast, wenn wir Sie richtig verstanden haben, möchten Sie heimische Landwirtschaft fördern und sich von den Nahrungsmittelimporten verabschieden? Das ist ganz in unserem Sinne. Wir sind gerne bereit, mit Ihnen Schnittmengen hierzu zu suchen. Leider sind aktuelle Gesprächsanfragen an Herrn Habeck oder Herrn Hofreiter bislang unbeantwortet geblieben. Auch Greenpeace kritisiert das Mercosur-Abkommen. Lass uns den Ball aufnehmen und Schnittmengen suchen mit den Grünen und Greenpeace für eine erfolgreiche Koexistenz von ökologischer und konventioneller Landwirtschaft, die uns sicher und umwelt- und ressourcenschonend ernährt. Auch der Lebensmitteleinzelhandel will aktuell die regionale Landwirtschaft in Deutschland unterstützen. Wir hoffen, dass auch hier eine Umsetzung stattfindet. Lasst uns gemeinsam mit LEH und vielleicht sogar mit den Grünen, Greenpeace und oder dem NABU daran arbeiten, dass unsere Selbstversorgungsgrade bei Obst und Gemüse zum Beispiel von 30 wieder auf 100% steigen und letztendlich auch vom Verbraucher gekauft werden. Liebe Frau Künast, liebe Frau Schulze, lieber NABU und liebe Greenpeace-Organisatoren, lassen Sie uns gemeinsam mit dem LEH an einen Tisch setzen und gemeinsame Wege suchen, um nachhaltige regionale Landwirtschaft unter dem Aspekt Tier- und Umweltschutz zu fördern und letztendlich auch zu finanzieren. Denn die eigentliche Frage ist doch, wie wollen Sie die höheren Preise durchsetzen, ohne die Bauern zu enteignen? Ernährung und Naturschutz brauchen gemeinsame Ziele, denn alles fängt bei den Bauern an. Und nur gemeinsam sind wir stark.